Ich möchte euch heute das Buch vorstellen, Gedanken für den Tag, die Ausgabe 2020 von Michael Ivanhoff. Und dass ihr mal seht, das ist Michael Ivanhoff. Und das haben wirklich für jeden Tag, hat er da wundervolle Worte geschrieben, die uns wirklich durch den Tag begleiten. Und falls ihr Interesse an dem Buch habt, ihr kennt es bei Prosveta, DEATCH bestellen. Gedanken für den Tag, 20. März 2020. Für den Schüler der Einweihungswissenschaft ist die Sonne nicht nur ein Gestirn, das am Himmel strahlt. Sie ist auch die Intelligenz mit ihrem Licht. Sie ist Liebe, ein Streben zum Positiven, Aufbauenden, und sie ist das Leben, das Spirituelle, das reine Leben. Die Sonne beinhaltet also eine ganze Wissenschaft, und diese Wissenschaft ist das wahre universelle Heilmittel. Darum genügt es nicht, sich dem Licht der physischen Sonne auszusetzen. Das Wesentliche ist, die drei höheren Prinzipien zu verstehen: Wärme, Licht und Leben. Das universelle Heilmittel ist kein von Alchemisten oder Zaubern zubereitetes Gebräu. Um es zu besitzen, muss man verstehen und nur das lieben, was göttlich ist, und nie Unreinheiten in sein Inneres aufnehmen. Der Mensch ernährt sich nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch im Bereich der Gefühle und Gedanken. Deshalb umfassen unsere Ernährungsregeln die drei Ebenen: sich von reiner Nahrung ernähren, aber auch von reinen Gefühlen und reinen Gedanken. Die Ernährungsregeln betreffen den Menschen als Ganzes. Ja, ich danke dem Meister Ivanhoff für diese wunderschönen Worte. Und denkt mal drüber nach, was bedeutet die Sonne für uns? Sie ist nicht nur ein Planet, der auf uns scheint, sie ist viel, viel mehr. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!